Wir haben ja umgeswitcht von der Ultraschallmessung auf die Radarmessung, haben die vorhandene QH-Kurve dafür verwendet und auch die Einbaumimik, die vorhanden war, konnte wieder verwendet werden. Wir haben uns für den Vega-Radarsensor aus verschiedenen Gründen entschieden. Natürlich preislich war das sehr, sehr interessant für uns. Und auch das spätere Handling im alltäglichen Betrieb ist einfacher, weil das von dem Personal, wenn man sich da etwas eingearbeitet hat, relativ einfach zu handeln ist. Hat sehr wenig Probleme mit dem Gerät im Alltag. Man hat den Zugriff mit Bluetooth via Smartphone oder Tablet, kann also jederzeit da die Einstellungen, Kalibrierung überprüfen. Wenn das Gerät einmal installiert ist und läuft, sage ich jetzt mal, und die Werte passen, dann läuft es eigentlich wartungsfrei.